Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Und wir machen mal weiter mit Star Wars Outlaws oder das Krieg der Sterne, die Gesetzlosen oder so. ja, ich habe. Es gab noch keinen Patch. Ich hoffe, diese Grafikprobleme behalten sich aber in Grenzen. Ich habe einige Sachen gemacht, darum habe ich auch jetzt gerade keine Webcam. Um was auszutesten, dass es das vielleicht nicht lädt oder so. Keine Ahnung. Ich versuche einfach mal die CPU zu entlasten. So. Aber das macht ja nichts. So kann man auch besser sehen, was ich hier tue. Und wir machen mal mit der Hauptquest weiter. Und zwar das Wrack. Wacker weiß möglicherweise etwas über einen NAV-Computer für die Bahnbrecher und möchte mit dir darüber sprechen. Genau. Die ist irgendwo hier oben. Wo bin ich denn gerade? Ach, da unten. Gut. Dann werden wir uns damit mal beschäftigen. Wir haben uns ja beim letzten Mal eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, so nebenbei Sachen zu machen. Und jetzt sollten wir mal wieder ein bisschen mehr mit der Hauptquest weitermachen und mal schauen, wo uns das hinführt. Sag mal, wegen des NAV-Computers und deiner Reparaturen, wie viel schulde ich dir? Hey, wir sind doch Freunde. Das kommt später. Freunde? Würde ich nicht sagen. Doch würdest du, weil ich hier einen EML850-kompatiblen NAV-Computer für dich habe. Und da ich weiß, was ich tue, ist er gratis. Ach, wo ist der Haken? Kein Haken. Es gibt da dieses alte, unter Amberin begrabene Wrack, voll mit kompatiblen Teilen. Das wurde noch nicht leergeräumt? Naja, wir haben es versucht. Der Wind frischte auf und nicht alle von uns haben schicke Gleiter. Dann stürzte ein Teil ein und jetzt kommt man nicht mehr ran. Ach, kann ich mir nicht einfach einen von einem Pike-Kreuzer holen oder so? Nicht möglich. Die Bahnbrecher ist ein Eigenbau. Sachen von der Stange tun's da nicht. Du hast Glück, dass ich mich an das Wrack erinnert habe. Und noch mehr, dass ich einen Plan habe. Ich brauche nur einen Klasse 11 Energiekern. Und woher genau soll ich so einen nehmen? Von überall her. Zum Beispiel aus imperialen Anlagen. Wir haben es kaum lebend aus dieser Raumstation geschafft. Willst du mich hinter Gitter bringen? Ich versuche nur, dein Schiff zu reparieren. Gern geschehen. Und stirb nicht, ja? Hallo, Sir Lolol. Ja, es geht ganz gut. Darum spiele ich ja jetzt auch wieder Star Wars Outlaws, um mich ein bisschen abzulenken von der Realität. Na, so, wo muss ich jetzt hin? Oh, das ist aber weit. Da gehe ich aber von der Jutas Hoffnung aus nach oben. Stiehl einen Energiekern der Klasse 11. Na gut. Ist auf jeden Fall ein schönes Spiel. Ich hoffe, dir geht's gut. Die Woche neigt sich dem Ende zu. Und ich muss das hier ja jetzt wieder ein bisschen ausdutzen. Ja, morgen habe ich ja wieder War of Rights. Ja. Ich muss in die Richtung, ne? Ja, ich muss in die Richtung. Okay, hier gibt es noch dieses Kernstück zur Herstellung der Halunkentasche. Ich würde das gerne machen, damit ich mehr Inventar habe. Das würde aber auch bedeuten, ich muss da irgendwie hin. Crimson Dawn hat ein Lager mit Dura-Faserstoffen, ihren Verstecken. Crimson Dawn mag mich, also werden die mich ja da wohl nicht angreifen. Das heißt, ich kann das ja mal machen. Zeit zu verschwinden, Nix. Oh, lass mich runter. So, Crimson Dawn. Wie komme ich da oben hin? Muss ich nach oben oder kann ich hier von unten irgendwo? Ich glaube, ich kann von unten irgendwie dahin.
ist was zum Klettern, oder? Ne, ist nicht zum Klettern. Das sieht immer so manchmal so aus. Okay, das habe ich nicht gesehen. Bereit, Nix? Ich bin kein Freund des Gleiters. Es ist. Die Steuerung ist immer noch ganz, ganz klug, finde ich. Hier ist ein Schatz. Wo ist hier ein Schatz? Hallo? Okay, das war einfach. Ah, da vorne ist das Lager. Wie komme ich da hin? Es gibt nichts, wie ich da hochkomme von hier aus. Da muss ich ja wirklich von hier oben irgendwie hin. Ich komme zwar da rüber, aber... Ah, Mist. Gut festhalten. Ich will schon die Tasche haben. Also. So. Also ich muss jetzt hier von oben irgendwie rein. Die schießen nicht auf mich, das habe ich schon mitgekriegt. Diese Tiere. Ach komm! Ah, laufe ich jetzt zu Fuß. So, ich muss sowieso da irgendwo hin, da komme ich mit dem Gleiter gar nicht hin. Das kann's doch nicht sein. Wie soll man denn da hinkommen? Hier. Ich werde keine Rennen machen, nicht bevor ich diesen Gleiter stabilisiert habe. Es ist auch blöd, dass es jetzt so dieses Zwielicht ist. Ne? So, im Grunde ist es Nacht und da sieht man diese blöden Wände nicht richtig. Nee, ich muss von irgendwo anders da dran kommen. Das nervt mich jetzt sehr. Ihr will mich doch irgendwas verarschen, oder? Was komm ich denn da hin? Ich bin genervt. Jetzt geht's mir nicht mehr so gut. Weil es muss doch einen Weg da hoch geben. Das kann's ja nicht sein.
Nichts zum Klettern, nichts zum... Ja, das ist scheiß Vieh. Alles wieder gut. Nee, ich komme da nicht hin. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Es gab hier keine Sprungschanze, es gibt keinen Weg dort hoch. Ich habe keine Ahnung. Ist mir unbegreiflich. Ich bin jetzt den ganzen Weg hier lang gegangen. Es gibt keine Kletterpartie. Nichts. Nichts zum Hochrangeln, nichts zum Klettern. Keine Sprungschanze. Das ist... Wir müssen mal ins Arzt gehen. Gut, dann eben nicht. Hier steht Rauchbomben. Das auch, es ist Schmuggler. Dann machen wir die Hauptquest weiter. Keine Ahnung. Vielleicht kriege ich irgendwann mal noch was, dass ich da hinfliegen kann oder sowas, aber... Ach, das war die Stelle, wo ich hier runtersprang, ne? Da muss ich mal so machen. Territorium. Das ist ein sehr großes Territorium. Da muss ich ein bisschen aufpassen, weil die schießen. Ach, da oben muss ich hin. Den hat's mal nicht interessiert. Mann, jetzt geh! Ich muss mich jetzt hier irgendwie einschleichen. Schön, dass es hier auch sehr viel Deckung gibt, muss ich sagen. Bin begeistert. Patrouillen. Zentrale, an meiner Position fängt es an, seltsam zu riechen. Ende. Was? Es fängt seltsam an zu riechen, das ist doch toll. Und die ist nicht mal wirklich... Gras zur Deckung. Okay, die gehen. Die Karte zu arbeiten macht keinen Spaß. Man denkt, dass hinter jeder Ecke jemand lauern könnte. Ja.
What? Uff. Hä? Die schießt? Ich bin's nicht! Hört sich nach einem Vieh an. Schade, ich... Hä? Was denn jetzt passiert? Oh. Ich bin aus der Karte gegangen. Schade, ich dachte, ich könnte hier irgendwie an der Seite rein. Hast du dir mal das Windfischen hier angesehen? Hey, ich muss anders rein. Also in Assassin's Creed hat man immer irgendeine Art Drohnenversion, ne? Dass man von oben guckt, aber in Star Wars nicht. Also das muss man mir einer mal erklären. So. Ach du Scheiße, da ist ein AT-ST. Ist jetzt alles sauber. Hä? Kacke. Leise nix, leise. So. Okay, also ich kann nicht zum Haupteingang. Das Ding würde mich sofort zerfetzen. Ich bin ja nicht Karl Kestis. Ja, komm ruhig her. Komm her. Sieht mir nach einem Hintereingang oder Nebeneingang aus. Darum werde ich mich hier reinschleichen. Okay. Hallo? Wieso kann ich mich nicht bewegen? Ich hänge im Grafikding fest. Hier liegt ein Toter. Ich weiß nicht. Aber ich nehme da seine Sache schön mit. Kommt man hier nicht rein? Das ist jetzt ein Scherz, oder? So. Jetzt sind wir hier. Ich bin an der imperialen Anlage, Wacker. Gut. Nicht vergessen. Ein Klasse 11 Energiekern. Er ist vermutlich in einem Ingenieurbereich, an einem sicheren Ort. Such nach einem Büro oder einem kleinen Raum. Wird sich verarschen.
Okay. Auf dieser Seite ist alles ruhig. Hast du was, Kleiner? Hey. Klingt gut. Da ist wieder ein AT-ST. Das ist natürlich etwas, was ich jetzt nicht wirklich provozieren will. Ich halte Wache. Ende. Da hinten kommt einer. Dieser Sektor ist sauber. Ende. Lenk sie ab, Nex. Schnappt es! Rusch! So. Der Hauptmann meint, wir sollten pfleglich mit unserer Ausrüstung umgehen. Sie könnte uns das Leben retten. Da hast du recht. Was ist das denn? Wollt gerade gehen. Ist das gerade? Ich hoffe, das hat jetzt keiner mitgekriegt. Verdammt! Dass ich das irgendwie zurücksetzen kann. Hier treibt sich eine Kriminelle rum. Schaltet sie. Boah, geschafft, nix. Okay. Zielperson verloren. Kehren Sie auf Ihre Positionen zurück. Okay, okay, okay. Wachsam bleiben. Nicht nachlässig werden. So, ich gehe jetzt nochmal an den PC, weil den konnte ich ja hacken. Also ich finde das wirklich mal abwechslungsreich, dass man nicht einfach in einen Level geht und alles, was imperiale Sturmtruppen sind, wegballert und so. Weil das ist eher ein Fehler, das zu tun. Mache ich da eigentlich weiter, wo es war? Ja. Okay.
Okay. Da unten ist eine Tür. Ich dachte schon, hier liegt eine Leiche. Shit, hier ist nix. Komm, 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 komm! Habe ich immer so Deus Ex Vibes. Ich hab's ja geliebt, ne, dass man so. So, mal schauen. Ach, hier kann man raus. Okay, ich muss nochmal zurück. Aber ich habe einen guten Fluchtweg gefunden. Wenigstens etwas. Das Verbrecherboss Go ist der Hauptvertreter des Packs in der Trasse. Oh, okay, interessant. Ich sollte die Energiebarriere aktiviert lassen, weil dann kommen die nämlich auch nicht so schnell hier rein. Alles auf. Ist jemand in der Nähe? Zurück zum ursprünglichen Posten. Okay, da gehe ich nicht lang. So, ich muss einen anderen Raum finden. Da oben. Okay, ich gehe weiter oben lang. Eine der Schwierigkeiten ist einfach dieses, dass man nicht quicksafen kann. Oha, da ist der da unten. Da hinten ist noch eine Tür. Also man kann halt nicht sagen, hier speichere ich jetzt und dann mache ich da weiter, wenn ich faile, sondern man muss wirklich wieder von vorne komplett machen. Das erhöht den Schwierigkeitsgrad enorm. Siehst du was? Ist gut. Nicht zu vermelden. Ende. Okay, das ist so ein Alarmding. Warum muss ich mich den ganzen Tag mit Verbrechern rumschlagen? Ich hoffe, der Droide verpetzt mich hier nicht. Genau. Immer noch nichts zu berichten. Uhu, nein.
siehst du? Oh je. Langsam könnte mal etwas passieren. Nix, zeig, was du kannst. Lass mich in Frieden. Weg! Er sieht aus wie Luke. Los, lenk sie ab, Nix. Was ist das? Wie kommt das hierher? Sehr gut. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Ehrlich. Schaut mir mal die. Ist das mein Ziel oder ist das? Ich weiß nicht mal, ob ich in irgendeinem Ingenieursgebiet bin. Das ist. Ich muss mal gucken, da läuft einer. Also Time, muss das Time nicht abschaffen. Ich muss jetzt auch, das sind nur zwei. Also den muss ich wegmachen. Und der darf das erstmal nicht sehen. Und dann muss ich den auch wegmachen. So, er geht jetzt da lang. Wir alle müssen unseren Teil beitragen. Braucht eine Ablenkung, Nix. Hey, schnapp euch das Vieh. Verzieh dich. Er hat nichts gesehen. Moment, also die Nachbesprechung in der Zentrale. End. Zeit, sie abzulenken, Nix. Schnappt es! So. Sehr schön. Jetzt habe ich Zeit, hier dran zu arbeiten. Also wenn ich jetzt im Thronsaal vom Imperator lande, schrei ich. Nix. Es ist Showtime. Verspottet es mich etwa? Lass mich in Ruhe. Wow, also das ist volle Konzentration gerade. Credits übertragen. Oh, cool. Sehr gut. Credits brauche ich immer noch.
Schatz geborgen. Das ist aber nicht das, was ich suche, alles. Das kann ich hiermit öffnen. Geschütztürme deaktivieren, Kamera deaktivieren, Datenübertragung, okay. Die spawnen ja jetzt nicht einfach, das ist wenigstens etwas. Den. So. Jawohl. Tresorraumzugang. Der Zugangscode für einen Tresorraum in der imperialen Anlage ist nun bekannt. Das Tresorgebäude ist in der nordöstlichen Ecke der imperialen Anlage. Ey, würdet ihr mich verarschen? Ich bin hier eigentlich nur... Okay. Interessant. Das... Die... die ist ein Energie... Dies ist ein Energiekern der Klasse 11, der mit standardmäßiger imperialer Ausrüstung inkompatibel ist, aber für die veraltete Technik auf Toshara trotzdem nützlich sein könnte. Lagere ihn im Sicherheitsbüro, bis wir ihn vollständig aufgewertet haben. Ach komm. Wo ist er denn? Ach, da vorne. Jetzt muss ich wieder woanders hin. Aber jetzt habe ich Informationen gefunden. Das ist schon mal toll, dass man so Informationen findet, ne? Dann natürlich auch den Tresorraum noch frei zu machen. Also ich muss in die Richtung, ne? Das ist schon mal gut. Was ist das? Achso, das ist ein Alarm. Der sabotieren wir das mal. Das sieht aus wie ein Maschinenraum. Aber... Leg los, Nix. Das ist ein Energiekern. Bewegung, Nix! Die haben es auf uns abgesehen! Da trotzdem irgendwie rein. Der Wind hier ist gefährlich. Nix, wie wir es geübt haben. Klasse 11. Perfekt. Ja, sehr schön. Alles sauber. Cool. So, es gibt auch noch diesen Reiche des Schiffswrack. So, jetzt schauen wir erstmal, wo das ist. Das Schiffswrack ist auch anscheinend irgendwie da. Die Konsole befindet sich im Spalt. Oh je, oh je. Ich habe hier einiges zu tun, ne? Hast du was, Kleiner? Okay, machen wir das mal anders. Da hinten konnte ich ja hochklettern. Erhöhte Position ist immer gut. Die Schicht ist immer langweilig. So, jetzt muss ich aber nur aufpassen. Scheiße! Oh.
Das war keine gute Idee. Ich habe verstanden, TK-2519. Verwenden Sie alle nötigen Mittel, um das Ziel zu eliminieren. Wir haben sie verloren. Durchkämmt das Gebiet. Alles klar. Wo ist sie? Nichts. Wir haben sie abgeschüttet fürs Erste. Hey, die sind schnell da. Das muss ich ja... Die schauen wirklich da, wo ich das letzte Mal von denen gesehen wurde. Das ist wirklich ziemlich gut. Sucht sie. Wo ist sie? Uns wurde eine gefährliche Kriminelle in ihrer Nähe gemeldet. Sobald sie finden, sofort erschießen. Da ist sie. Okay, der Betäubungsschuss ist schon ziemlich cool. Jawohl, wir fangen die Flüchtige. Ja, da waren nämlich auch welche. Okay, mit dem Betäubungsschuss kann ich instant jemanden umkippen lassen. Das ist schon mal gut zu wissen. Alles sauber. Ich warte jetzt, bis sie sich wieder zurückgezogen haben. Erreiche das Schiffswrack. Ich gehe wieder in die andere Position, wo ich besser war, weil ich da weiß, dass da keine sind. Boah, also der Betäubungsschuss muss lange aufgeladen werden. Ich hoffe, ich kann das irgendwie mal hochskillen. Oh, da oben. Ich hätte die Leiter vielleicht. Verstanden. Ich sperre die Augen auf. Was war das? Eindringling! Scheiße. Alles klar, TK-4212. Sie haben die Erlaubnis, Gewalt einzusetzen. Neutralisieren Sie die Zielperson. Zentrale, das Ziel ist entkommen. Suchen Sie weiter, sie ist zu gefährlich. Oh, verdammt. Also von hier aus sollte man mich nicht direkt erkennen. Ich glaube, wir sind in Sicherheit. Ich muss sowieso in die Richtung, sehe ich gerade. Ja, ich muss in die Richtung. Achtung! Die Flüchtende wurde bei den heulenden Streifenfällen gesehen. Greife ja. Sie bei Sichtkontakt an. Ich bräuchte die. Ich müsste die Konsole da oben irgendwie aktivieren, aber das habe ich jetzt nicht. Leider ein bisschen warten. Wir haben die Zielperson verloren. Brechen Sie die Suche ab. Ja, aber wir haben jetzt gelernt, wir müssen schon ein bisschen warten, ein bisschen aufpassen, bis die Leute auch wieder auf ihre eigenen normalen Positionen zurückgegangen sind. Formieren wir uns neu. Der Droide da unten macht mir Sorgen. Alles sauber. Das Schiffswrack muss da unten irgendwo sein. Ja. Aber wir haben hier noch so einen Tresorraum und ich habe hier schon ein bisschen aufgeräumt. Ey, komm, da will ich mal ein Foto machen von. So, dann können wir mal wieder hier verlassen. So. Das muss sein. Ich find's toll, wenn ich hier so. Hier scheint es ruhig zu sein.
machen wir mal so. Schließen wir mal die Sicherheitstür. Das, weil das scheint die auch ein bisschen einzuschränken. Die Luft ist rein. Aber wie gesagt, hätten wir Jedi Fallen Order, wäre das hier ein kleiner Miniboss, ne? So, unter mir ist was. Also da wäre cool, wenn man da irgendwie hinkäme. Aber was ist jetzt am besten, wenn ich hier... Also das, wo ich hier bin, ist der Tresorraum direkt unter mir. Sehr gut zu wissen. Okay, also, dass der Betäubungsschuss so heftig ist, gibt ganz neue Möglichkeiten. Nur habe ich den leider nicht so oft zur Verfügung. Oh, der Tresorraum ist direkt unter mir. Sogar Zugang. Das Problem ist, kann ich die ablenken? Komm. Showtime, Kumpel. Zurück zum ursprünglichen Trotz. Ich muss warten, bis er da ist. Eine Schaueinlage. Beseitigt dieses Ding! Jetzt tau schon ab! Alles sauber, kein Feindkontakt. Dann los. Scheiße! Widerlich! Oje, oje. Was ist das denn? Nichts bis da drüben, Heilung. Was zum? Kriegt doch Ärger! Hey! Okay, jetzt, das kann ich nicht beenden. Ich löse den Ich! Ich habe eine Leiche gefunden. Einer von uns. Eine Leiche? Ich hab den betäubt! Okay, das war keine gute Idee. Ist hier jemand? Für die Nachbesprechung. Jag das Ende. Fass hoch. Aber pass auf. Vor mir ist er frei. Kümmert euch um das Vieh. Hey! Schauen wir mal nach. Bestätigt. Seltsam. Hä? Sie kommen in unsere Richtung! Scheiße. Die Flüchtige stellt eine große Bedrohung dar. Sie dürfen die Zielpersonen mit allen Mitteln eliminieren.
braucht bald ein gutes Alibi. Los, los! Hinter dem Bereich! Weg mit den Kanonen! Oh mein Gott! Die Todestruppler kommen. Bleiben Sie, wo Sie sind und kommen Sie ihnen nicht in die Quere. Na also? Mist. Ach komm, hey, das wurde gerade. Ich habe einfach diesen blöden Fehler gemacht. Ich war zu gierig. Ich war viel zu gierig. Bitte was? Wieso ist das Schiffswrack jetzt da unten? Kann ich, ich kann nicht schnell reisen, ne? Ach, ihr wollt mich verhummeln hier. Die Raumfähre der Todestruppler ist gelandet. Bleiben Sie in Position und stören Sie nicht den Einsatz. Was ist das? Aber wirklich viele Frauen bei den Sturmtrupplern. Eine echte Plage. Alles in Ordnung. Okay. Oh Scheiße, das ist keine gute Idee. Oh Griff. Was ist denn jetzt passiert? Die sind wieder da, Mann. Ich schlage Alarm. Ah, die sind neu gespawnt. Bring dich in Sicherheit, Kumpel. Bereit, Nix? Aber abbauen. Also mit dem Imperium ist nicht okay, zu spaßen. Hier sind wir los. Aber ich laufe irgendwie in die falsche Richtung.
Ah, verstehe. Hier hätte man sich so reinschwingen können. Gut. So, also muss ich jetzt irgendwie entkommen. Todestruppler sind da. Das ist sowieso noch ein bisschen nerviger. Ich bin noch keinem richtig begegnet, aber das ist so eine heftige... Wir erhalten Meldungen, dass sich die gesuchte Person bei den heulenden Streifenfällen aufhält. Rücken Sie schnell zum Bereich vor und neutralisieren Sie sie. Ja, ist klar. Ist klar. Ja, ich bleib jetzt erstmal versteckt. Bin so dank der... Abend, der Herr. Bin ich mal um? Gut. Alles klar. Sie wird neutralisiert. An alle Einheiten, bitte melden. Eine gefährliche Verdächtige ist in Ihrem Sektor. Durchsuchen Sie den Bereich und erledigen Sie sie. Ich muss so eine Konsole finden. Ich muss mal schauen, wo ist denn so eine Konsole? Ich weiß, dass hier drin eine ist, aber das bringt mir jetzt gar nichts. Die nächste Konsole... Keine Ahnung. Oder ich lasse mich verhaften. Also ich könnte nach Junters Hoffnung... Wo sind denn die? Hier unten sind die Todestruppler. Wieso soll ich eigentlich die Todestruppler erreichen? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, warum ich die so erreichen soll. Ich will mich eher von denen fernhalten. Gut, dann muss ich erstmal hier aus dem Gebiet raus. Festhalten! Bedeutet das, dass uns die Bahnbrecher überall hinbringen kann. Dann landen wir unseren großen Crew und haben ausgesorgt. Es war ein langer Weg aus dem Arbeiterviertel, Kumpel. Ab jetzt geht es nur noch bergauf. What the? Wir sind einfach zu fix, Nix. Also, dieser NAV-Computer, der sollte leicht zu finden sein. Oh mein Gott! Ja? Du musst nur durch das Labyrinth aus Gängen, über uralte Trümmer klettern und hoffen, dass das Ganze nicht über die einstürzt. Ah, Kinderspiel also. Ey, ehrlich, die jagen einen heftiger als ein Jedi. Na los, das geht schneller. Ich bin gar nicht in Jautas Hoffnung, aber okay. Dann such mich da mal. Hey, ich glaube, ich bin in einer Art Tunnel. Darüber kommst du zum Wrack. Der einzige Weg hindurch ist mit dieser Gleitermod. Oh, ich hätte sowieso den Nebenauftrag machen müssen, okay. Sie ist extrem gefährlich. Suchen Sie weiter. Sie darf uns nicht entkommen.
das für ein komisches Geschlängel hier? Jetzt. Also gut. Installier den Energiekern und bearbeite ihn mit deinem Ionenblaster-Modul. Damit sollte die Tür einfach aufgehen. Der Kern kommt wohl hierhin? Toll. Schalten wir den Kern ein. Er hatte recht. Wow. Sieh sich das einer an. Wacker, ich bin drin. Beeindruckend, oder? Diese Kreuzer der Hohen Republik waren schon was ganz Besonderes. Der NAV-Computer sollte auf der Brücke sein. Viel Glück. Wow. Dass sie die Hohe Republik nennen, finde ich ein bisschen doof. Für mich ist es immer die Alte Republik. Zu der Zeit wurde immer die Alte Republik gesagt, nicht die Hohe Republik. Dann würde man ja sagen, ja, das war eine tolle Zeit oder so. Jetzt muss ich nur einen Weg irgendwie da hochfinden, ne? Ob hinter dem Wasserfall ein Schatz ist? Nein. Wäre jetzt witzig gewesen. So ein bisschen Tomb Raider Flashbacks. Und sie springt natürlich wieder in die ganz andere Richtung, wo ich eigentlich nicht hinspringen wollte. Warum auch immer. Schön, dass das Imperium mich nicht hierhin verfolgt. Das ist schon mal eine schöne Sache. Es hört sich an, als würde das gleich hier alles zusammenbrechen. Loading Gate, okay. Wie läuft's? Naja, ein Hyperantrieb braucht nicht wirklich einen NAV-Computer, um zu funktionieren, oder? Wenn es dir nichts ausmacht, in einem schwarzen Loch zu enden, nein. Toll. Ich nehme an, zur Brücke ist es noch ein ganzes Stück. Hey, wenn es einfach wäre, wäre der Computer längst weg. Oh, das stimmt schon, ne? Oh. Schön, zum Sachen sammeln. Ich weiß gar nicht, ob es Bosse hier in diesem Spiel gibt. Ist ja nicht so ein Kampfspiel, ne? Also glaube ich jetzt nicht, dass es so. Und das war's. Weil die schon. Also, die dreht sich komisch wegen der Kamera, wenn man W gedrückt hält. Das darf nicht sein. Muss ich jetzt wieder von vorne machen? Ja, nicht ganz von vorne. Okay. Schwingen wir erstmal und Schwung! Juhu! Das Ding ist riesig. Wie soll ich raus?
herausfinden, wo die Brücke ist. Aber machen wir hier mal so ein schönes Foto. Komm. Ich kann auch schön diese Highlights machen. Wow, guck mal hier. So, das sieht viel schicker aus. Yeah. Ja, ich muss ja auch ein bisschen für das YouTube, ne, so ein Thumbnail zu machen, ne? Das ist... Oh, verdammt! Okay, zurück komme ich nicht mehr auf dem Weg. Ach, Wacka! Das Ding fällt total auseinander! Warum glaubst du, haben wir aufgehört, es auszuschlachten? Niemand dachte, dass sich das Risiko lohnt. Außer dir. Es ist ein kalkulierbares Risiko. Und ich kann gut rechnen. Für mich ist das immer noch Stewie aus Family Guy. Ich höre irgendwie... Oh, das ist schon wieder. Ey, ehrlich, das... Man hat diesen Reflex, ne? Wege drückt zu halten, um nach vorne zu schwingen. Aber das ist dann dieser blöde Fehler, dass man dann wieder nach hinten springt. Warum auch immer? So, und wieder zurück. Jetzt springt die... Ey, ehrlich! Oh. Om. 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 Ich krieg langsam wieder diese Sachen wie Super Mario World, ne? Hallo Coma Dream. Ja, es läuft eigentlich ganz gut gerade. Bis jetzt auch gar keine Grafikbugs mehr. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin auf einem Kreuzer der Alten Republik und ich suche einen NAV-Computer. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das sicher ist. Hatte gerade eben richtig Stress mit dem Imperium, ey. Die verfolgen einen stärker als wenn man Jedi wäre. Okay, das hört sich nicht gut an. Ich glaube, ich bin nervös. Ich hoffe, dir geht's gut. Hör auf, Geräusche zu machen. Die Spinnweben machen mir schon Sorgen. Ja, wenn sonst alles fein ist, ist es immer gut. Besser als gar nichts. Hallo? So, Qual. Oh, Quadanium. Das ist ja dieses wertvolle Ding. Da jetzt hoch. Ja, hier bricht alles auseinander. Das ist... Wieso gibt mir das Spiel jetzt wieder Tipps? Ich will das alleine lösen. Ehrlich?
Ehrlich, es ist, das ist so nervig. Wieso gibt mir das Spiel jetzt wieder Tutorial-Tipps? Lass mich doch selbst denken. Ja, also mir ist auch richtig, richtig warm zur Zeit. Na, also ich habe einen ganzen Ventilator hier stehen. Der läuft auch die ganze Zeit, aber ich fühle mich wie ein Umluftbackofen gerade. Ja, ich sehe ja, wenn ein Ausschlag ist, sollte er sich, sollte man ihn hören. Den hört man nur, wenn ich jetzt noch ein bisschen näher rangehe. Was hat das Ding jetzt geöffnet? Ah, es sind zwei. Ach so, ja. Ich mag es ja selbst nicht, wenn ich zum Beispiel bei einem Zuschauer und dann höre ich die ganze Tastatur oder so. Das ist. Da denkt man, hey, arbeite dran. Aber dafür habe ich ja hier so einen Stoff davor, dass man das einfach nicht hört. Trotzdem fühle ich mich wie ein Umluftbackofen. Ah, da liegt was. Kann ich nicht wirklich irgendwas machen? Knacke drei Oh, ich muss noch einen Schloss knacken, damit ich ein bisschen leiser bin. Das ist sehr gut, weil damit wurde ich Hecke 3 in weniger als 3 Minuten versuchen. Oh, verdammt. Also, wenn man... Wow. War das der Schiffsreaktor? Ich will nur sagen, würde man so Jedi Outcast spielen oder Jedi Knight oder so, jetzt gäbe es schon 100-mal Rumgeballere. Na, ich finde das sehr spannend im Grunde, dass man hier nicht dauernd rumkämpfen muss. Und kämpfen wird sogar eher bestraft. Das merke ich in diesem Spiel. Ne? Also sich durchzukämpfen, gerade mit dem Imperium, bist du total im Arsch. So. Kann ich da hochklettern? Sieht so aus, ja. Ja, man kann es manchmal nicht ändern, ne? Aber ich erwarte, dass wenn jetzt zum Beispiel jemand wie Pizmeet, ne? Und man hört die ganze Tastatur, gerade die so zu tausende Euro damit verdienen, eine ganze Firma damit zu betreiben, sollten schon bessere Hardware haben, finde ich. Jemand, der gerade neu anfängt, ne, da ist es alles okay. Da akzeptiere ich das noch. Aber ich habe schon einige große gesehen, wo man die Tastatur dann hört, was richtig nervig ist dann. Ich zum Beispiel werde niemals groß sein. Aber ich versuche trotzdem, das auf ein Minimum zu reduzieren. So, wo bin ich denn hier jetzt? Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich nie groß sein will. Ich werde nur nie groß. Ich habe nicht die Ausstrahlung dafür und die Fähigkeit, um richtig groß zu werden. Ich werde auch nicht so groß. Tamtam zum Beispiel ist ja so mittelgroß geworden, so ein bisschen, ne? Aber das werde ich auch nie. Im Grunde streame ich schon seit 8-9 Jahren. Und siehst ja, wie mein Wachstum ist. Und dann kommt meine Krankheit dazwischen und das ist natürlich dann nervig, wenn ich dann immer wieder mal ausfalle und etwas nicht regelmäßig. Darum versuche ich jetzt zum Beispiel jetzt auch Dead by Daylight dienstags und freitags War of Rights so als Regelmäßigkeit reinzukriegen und solche Spiele wie hier
einfach so nebenbei reinzuhauen. Und Pen und Paper hätte ich gern zwar regelmäßig so alle 2 Wochen oder so, aber das ist dann auch immer nur sporadisch. Ich habe hier wirklich gerade das Tromo-Flashback. Vielleicht, wenn wir den Reaktor anwerfen. Oh ja, aktivieren wir den Reaktor. Das wird keiner merken, wenn wir einen riesigen Schiffsreaktor aktivieren in der Nähe einer imperialen Basis. Na, das ist... Okay. Ja, Tamtam hat einfach... Als Tamtam anfing, hat sie auch storymäßige Spiele angefangen und gemerkt, dass sie damit nicht, dass das Leute nicht anzieht. Dann hat sie angefangen, LOL zu spielen. Und das sind so diese Mainstream-Spiele, die beim Streamer immer durchgehen. Ne? Also ich zum Beispiel kann mit LOL nichts anfangen oder dieser Art. Darum habe ich den Weg nie eingeschlagen. Ich gucke bei Tamtam, wenn, dann immer gerne zusammen, wenn sie mal wieder so ein Story-Spiel spielt. Ja, ja, darum ist ja Dead by Daylight und War of Rights bei mir drin. Ne? Darum will ich ja, dass ich das da mal reinhaue. Ne? Aber ich bin jemand, der kann das nicht ununterbrochen. Ich versuche jetzt mit Tamtam wieder was zu planen, mit Herr der Ringe, hier Return to Moria, ne? Aber das dauert noch ein bisschen, dass ich auch Return to Moria ein bisschen regelmäßig spiele mit ihr. Oh je. Mann, Mann, Mann. Also wenn ich den Reaktor starte, wird das keiner merken. Bestimmt. Wacker, ich muss das Schiff irgendwie mit Energie versorgen. Ich glaube, ich bin irgendwo am Reaktor. Das ist wohl die beste Möglichkeit. Du musst ihn vermutlich schrittweise aktivieren, von unten nach oben. Wenn er überhaupt noch funktioniert. Ja, also, das ist ja der Grund, warum ich Pen und Paper gemacht habe. Weil dann komme ich gut zurecht, ne? Und dann mache ich auch was mit Leuten. Aber es ist leider nicht so, dass das viele schauen live. Auf YouTube ist es erfolgreicher. Aber wie gesagt, es ist nicht mein Ehrgeiz, Gronkh oder Pizmeat zu werden oder sowas. Das will ich gar nicht. Das ist mir zu groß. Ich spiele hier sowas, ne? Oder ähnliche Spiele, Adventure oder Rollenspiele, ne? Und wenn wir zuguckt, guckt man halt zu. Es gibt und nicht jeder Mensch das wärmt ihn schon mal vor. Kann mit mir lange aushalten. Das ist leider so, weil darum habe ich ja beruflich auch einen Weg eingeschlagen, wo ich wenig mit Kollegen zu arbeiten muss. Du siehst in meinem Stream oben links dieses Symbol, ne? Keine Werbung, sondern einfach Kupo. Ich würde niemals Werbung schalten, wenn ich es... die einzige Werbung, die geschaltet wird, ist die von Twitch und die kann ich nicht beeinflussen. Jedenfalls nicht groß. Ich habe sie schon so niedrig wie möglich eingestellt. Aber wenn ich 6k im Monat für Streaming verdienen würde, würde es mir wahrscheinlich keinen Spaß mehr machen. So, kann man jetzt hier irgendwo die Energie... Ah, da ist die Energieversorgung. Darum will ich gar nicht groß sein. Weil das Twitch ist. Ich kann das nicht beeinflussen. Ich kann nur sagen, dass es am Anfang, wenn jemand reinkommt, sofort erstmal Werbung kommt, ne, damit die das hinter sich haben. Und dann kommt erstmal, ich glaube... 30 oder 60 Minuten. 6 Werbungen in A, 2 bis 3 Minuten sollte es eigentlich nicht sein. Wie gesagt, ich kann das nicht. Bei Alien Pen und Paper, okay. Okay, der Reaktor läuft. Mal sehen, ob wir den Rest des Schiffes hochfahren. Also 6 Werbungen A bis 2 bis 3 Minuten, also ist das.
Ein Alien Pen und Paper ist ungefähr 3,5 Stunden. Ich glaube, wir müssen da hochklettern. Ich habe das schon so weit eingestellt, dass das eigentlich den größten Abstand haben sollte zueinander. Aber ansonsten... Oh je! Nee, du brauchst mir keine Screenshots machen. Ich glaub dir schon, keine Sorge. Ich guck mir nachher nochmal die Einstellungen an. Vielleicht haben sie da wieder was zurückgesetzt. Ich habe ja auch die Einstellung, dass wenn viel Chat gepostet wird, dass es weniger Werbung sein soll. Aber... Oh. Hey, ich glaube, das hat funktioniert. So, das hat jetzt bestimmt niemand mitgekriegt. Damit sollten wir in den Kontrollraum gelangen. Ja, ich schüttel's einfach ab. Wie gesagt, ich schaue es mir nachher mal an, wie die Einstellungen nochmal sind. Aber wie gesagt, ich kann sie nicht beeinflussen. Ja, ich verdiene zwar auch ein bisschen daran, dass Werbung geschaltet wird, da kriege ich ein paar Cent, aber das ist jetzt auch nicht so viel, dass ich jetzt sagen würde, am liebsten würde ich Werbung komplett abstellen. Es freut mich, dass du ein Fan von den Alien Pen & Paper bist, ne? Okay. Darum lade ich sie auch auf YouTube hoch. Ich bin gleich da. Das ist toll. Ja. Geht's dir gut? Hä? Oh, ja. Ich repariere nur die Bahnbrecher. Beeil dich, ja? Okay, was ist das? Ich habe Daten bekommen. Ich arbeite jetzt im dritten Monat auf der Kastellan und ich kann es kaum glauben, dass ich hier bin. Wartungspersonal darf für gewöhnlich die Brücke nicht betreten. Aber ich hatte die Gelegenheit, hier heraufzukommen, weil ich eine Konsole austauschen musste. Die Aussicht ist atemberaubend. Mir wurde gesagt, dass wir vielleicht sogar einen Zwischenstopp auf der Starlight Station einlegen. Oh, das ist bestimmt... Da kann ich bestimmt irgendwann mal hin. Da das so lange gedauert hat mit Hearts of Darkness, werde ich mir da auch was überlegen. Ziemlich alt. Ich sollte das nicht schließen. So, wie komme ich denn jetzt wieder raus? Ich habe hier jetzt alles. Finde einen Weg zur Brücke. Ist das die Brücke? Also ich muss sagen, atmosphärisch ist das Spiel cool. Muss ich sagen, es hat schon ein cooles System. Man merkt, dass es hier Leute wirklich Gedanken gemacht haben. Oh, hier sind die Rettungskapseln. Oh ja, das sieht genau nach Rettungskapseln aus. Warte, gucke ich jetzt gleich mal. Was ist das? Daten übertragen, sehr schön. Es sieht schlecht aus. Wir wurden aus dem Nichts von einer Flotte Nihil-Schiffe angegriffen und die Kastellan verliert schnell an Treibstoff. Wir können in den Hyperraum springen, aber ich habe keine Ahnung, wohin wir fliegen. Alle Passagiere sind auf dem Weg zum Fluchtkapseln. Ich hoffe nur, das Schiff hält lang genug durch. So, hier ein kleiner Hinweis. Nihil. Das hat... viele werden das nicht kennen, weil dies tauchen nur in Büchern der auf, und zwar aus der Buchreihe Die Hohe Republik. Das sind sozusagen die Möchtegern-Piraten-Sis, sozusagen. Also die Bedrohung in dieser Zeit. Ich habe sie selbst noch nicht komplett gelesen, die Bücher, aber ja. Also dieses, also das Buch, also das hier spielt sich ja zwischen dem... 5. und 6. Film, das Spiel hier. Hier, die beziehen sich auf ein Buch, eine Buchreihe, die spielt sich, lass mich nicht lügen, circa 100 Jahre, 150 Jahre vor Episode 1. Das ist diese Hohe Republik Buchreihe.
Das soll ja darstellen, dass es noch keine, dass die Sith sich jetzt hier nicht so einmischen, obwohl sie sich einmischen. Okay, ich muss nochmal. Sicher aus. Ja, natürlich. Vorpalpatine. Eigentlich zur Zeit der Hohen Republik müsste der Meister des Meisters von Darth Plagueis leben. Und Darth Plagueis war der Meister von Palpatine. Ich glaube, er wird irgendwo in den Büchern mal erwähnt. Also der Meister vom Meister des von Palpatine, von Darth Plagueis da. Der wird da irgendwo erwähnt, um mal so eine Kausalität reinzumachen. Aber um den geht's eigentlich nicht. So, wie komme ich da jetzt hin? Oder muss ich? Ich riskiere es mal. Aber Yoda lebt da schon. Nur als Info. Yoda lebt da schon. Weil der ist ja über 900 Jahre alt. Übrigens, wer sich jetzt nicht mit dem Filmen so, also was heißt Filmen, mit den Büchern so auseinandersetzen will, kann das jetzt auch auf Audible als Hörbuch hören. Die Buchreihe taucht da nämlich gerade als Hörbuch auf. Ich glaube, die sind jetzt bei Buch 2. Und kann ich nur empfehlen, wenn jemand viel unterwegs ist oder einfach Hörbücher mehr mag. Ist gut gelesen. Da habe ich mir aber bisher nur das erste Buch geholt. So. Und das mache ich umsonst. Also ich kriege jetzt keine Finanzierung. Ich sage das nur, weil jemand vielleicht Fan ist. So. Ich würde sogar hier Star Wars Musik laufen lassen, auch wenn man das da nicht monetarisieren könnte. Ich kann nämlich nichts monetarisieren. Mir wäre das egal. Welchen Star Wars Kampf? Meinst du Lichtschwertkampf? Oder meinst du Schlacht? Oh, das ist die Brücke. Baka, ich bin da. Oh, ja, perfekt. Der NAV-Computer ist in der Konsole. Aha. Also von den Schlachten muss ich sagen, ist auf Platz 1 die Schlacht um Scarif im Weltraum von Rogue One. Weil das ist einfach absolut cool gemacht, die Schlacht. Von der alten Trilogie fand ich aber die Schlacht um Hoth dann am besten. Okay, nehmen wir mal die Sachen. Lichtschwertkampf ist ungebrochen auf Platz 1. Der Kampf zwischen Obi-Wan und Anakin auf Mustafa. Für mich absolut der Höhepunkt. Ne? Das ist Wahnsinn. Okay, ich will hier erstmal alles sammeln, bevor ich hier irgendwas aktiviere. Weil hier sind Sachen, die gesprengt werden können. Das bedeutet, hier passiert jetzt gleich was. Da bin ich mir sicher. Mir sind hier zu viele Sachen, die man hier Explosion auslösen. Ja, hier passiert jetzt gleich was. Das Spiel will mich doch nicht. Das Spiel wird mich doch jetzt hier trollen, ne? Ich krieg das nicht auf. Braucht wohl eine Autorisierung. Charakter-Opening? Meinst du, wenn als ein Charakter das erste Mal erscheint? Das ist Darth Vader. Alles klar. Autorisierung gewährt. Ja, wo kommt Darth Vader? Jetzt muss ich nur noch den NAV-Computer schnappen und... Da sag ich doch, da kommen welche. Die sind von Serik Besh.
Wie haben die uns gefunden? Natürlich. Dachte ich mir, dass die ein bisschen mehr aushalten. Haben die eine Impulsbombe geworfen oder was war das? Irgendwas stimmt hier nicht, Nix. Nehmen wir uns das Ding und verschwinden. Sofort. Sieht aus wie ein Nav-Computer. Sei nicht sauer, Kay. Ich meine, ich wusste, was sie braucht. Sie hat viel durchgemacht. Ich habe sie repariert. Du willst mich töten für ein Schiff? Nein. Für die Bahnbrecher. Zarek Besh wollte dich lebendig. Aber das ist mir zu riskant. Verräter! Sehe ich auch so. Wer zur Hölle ist das denn Bell, jetzt? Oder? Falls es ums Liros Schiff oder die Rebellen geht, das ist alles nur ein Missverständnis. Mir egal. Hörst du doch zumindest mal an. Hat die gerade die Triebwerke aktiviert? Du Scheiße! Ich hab gerade hier das Vader-Kampf-Vibes. Hört mal, ihr habt die falsche. Zarek Besh hat uns gefunden. Das ist nicht gut. Ich wusste, wir waren. Na los doch! Oh, verdammt. What the? Ach. Okay, lass uns mal kurz durchatmen. Genug. Ergib dich einfach. Ach, das ist diese Kopfgeld hier, okay. Wer bist du? Lauf. Ich sagte, lauf. Oh mein Gott, was ist das denn? Wessen Droide war das? Nein, nein, wir müssen hier raus, Nix. Lauf weiter. Die springen irgendwo hin. Falls das Schiff überhaupt da. Was war das denn? Also, wo war ich? Ich hasse das Ding. Wessen Droide war das? Nein, nein, wir müssen hier raus, Nix. Lauf weiter. Die springen. So kann es nicht weitergehen. Von jetzt an gibt es nur noch dich und mich, Nix. So wie es sein sollte. Stewie hat mich verraten. Erst die Rebellen, jetzt Stewie. Also was, wen kann man denn hier noch trauen? Mann, Mann. Whoa, 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 whoa. Oh, was, wenn dieser Droide noch ein Jäger ist, der hinter meinem Kopfgeld her ist? Ist es so hoch? In eines gestohlenen Schiffs? Nein. Diese Vale hätte uns fast gekriegt. Der ist ein Kamerad. Wir müssen das Todesmal loswerden. Und zwar schnell. Weil ich den Trailer gesehen habe von dem Spiel. Und das Wallpaper.
Thumbnail auf Ubisoft. Da ist nämlich dieser Droide drauf und da ist er kein Böse. Also die haben natürlich das jetzt verraten. Na, was soll's. So. Alles gut. Das ist wirklich eine Tankstelle. Sie brauchen Gleiterteile? Ich habe. Hey. Kann ich was verbessern, wenn ich schon mal hier bin? Sieht nicht so aus. Ich bräuchte mehr Credits. Ich habe viel zu wenig Credits. Wir kommen wieder, ganz sicher. Oh, guck mal, der streichelt den. Ist das nicht süß? Na, ich gehe mal erst zum Händler. Wollen Sie Ihr Schiff aufrüsten? Oh, ich kann das aufrüsten. Was kann ich verbessern? Zeigt mir, was ich verbessern kann. Oh, ich kann wahrscheinlich eins ansuchen. Den Rumpf, die Schilde, die Laserkanonen, die Raketen und den Unterlichtsantrieb. Was würde denn... Ich könnte Schnellschusskanone installieren, einen Blaststoß für größeren Schaden. Ich erhöht den Schaden der Raketen. Ein weniger wendiger Raket tut dir einen großen Explosionsradius verursacht. Der gegnerische Schiffsfunktion unterbricht. Schildverbesserung. Ah, Verteidigung ist eigentlich immer gut. Haltbarkeit und hört und im Kampf eine Autoreparatur bietet. Der Antrieb sagt natürlich, du bist schnell. Im Reisemodus die Geschwindigkeit erhöhen. Na gut. Ich gehe, glaube ich, erst auf Verteidigung. Ich habe nämlich einmal, habe ich nämlich hier schon etwas erhöht. Dann gehe ich auf, aber ich mache mal die Reflektorschilde ein bisschen besser. Oh, ich kann mehr. Aber dann erhöhe ich natürlich den Schaden der Rakete, ne? Das kostet auch wieder Credits. Ah, egal. Wird schon passen. Muss ich ein paar Quests machen. Danke. Danke für Ihren Besuch. Wir müssen hier verschwinden. Sie wird bestimmt jeden Moment kommen. Hast du das gehört, Nix? Kay Vass. Endlich treffen wir uns. Wer bist du? Es war schwer, dich zu retten. Ich möchte dich nicht töten. Bitte was? Hast du einen Namen? Jalen Vass. Er ist ein Apfel. Und du bist ins Lyros Anwesen gelangt? Ohne die hier. Woher hast du die? Das ist mein Job. Geheimnisse, Kontakte, Kredits. Bei mir läuft alles zusammen. Dank Farrek. Das ist wirklich Sliros Anwesen, oder? Mhm. Darin enthalten sind die Pläne eines Tresorraums voll mit 157 Millionen Kredits in unmarkierten Beskar-Barren. Und ich bring dich da rein. Aha. Hast du einen Druidenschmied, der den Torwächter lahmlegt? Genug Sprengstoff, um das Chromium-Zeitschloss zu sprengen? Und noch dazu, hat Sliro nach deinem letzten Besuch alles gesichert. Du brauchst zwei Hacker, um reinzukommen. Reinkommen. Rauskommen ist schwer. Ohne Nix Hilfe wäre ich jetzt tot. Du brauchst einen Vollstrecker. Man braucht eine ganze Crew. Das stimmt. Und die halbe Beute kannst du aufteilen, wie du willst. Dieser Plan ist lebensmüde. Na, du bist doch schon längst tot, Kay. Sliro leitet das berüchtigste Syndikat, das ich kenne, und er will deinen Kopf. Du willst leben? Wehr dich. Raub ihm sein Geld und kauf dich frei. Einfach so.
Es gibt einen Grund, weshalb man sich nicht gegen jemanden wie Sliro wehrt. Überleben. Ganz genau. Ich für meinen Teil kämpfe nicht länger um die Brotkrumen von reichen, überheblichen Tyrannen wie Sliro. Das ist unsere Chance. Wir werden ihn erledigen. Gemeinsam. Du magst den Kerl echt nicht. Ich versuche nur, das Blatt zu unseren Gunsten zu wenden, Kay. Was sagst du? Bin dabei. Toll. Ich wollte erst alleine arbeiten. Handy 5 hat die Liste. Finde die Crew. Heuer sie an. Oh, und fall mir nicht in den Rücken. ND ist programmiert, um das zu verhindern. Du machst das schon. Du glaubst das? Ich glaube, wenn du den Plan befolgst, wird niemand verletzt. Klasse. Also. Neues Crewmitglied, ND5. Ich glaube, das ist mein erstes im Grunde, ne? Der andere hat mich ja verraten. Okay, Inventar. Wertgegenstände. Galaktischer Credit. Ein Credit ist. Ein Credit ist 4 Credits wert. Also, was ist das denn? So, Journal. Ne, haben wir Datenbank. Geschichte. Charaktere, ne? Also, hier tauchen so viele weibliche Charaktere auf. Das ist schon sehr komisch, ne? Ich habe nichts dagegen, aber es fällt einfach auf. Ein D5. Ein BX-Kommando-Droide. Ah, ich wusste doch, das kommt mir bekannt vor. Das ist so ein Konföderierten-Droide aus der Zeit der Klonkriege, der jetzt dem Verbrecherboss Jaylen Rex als Verstrecker dient. Ah. Der vermeidet es, über seine Vergangenheit zu sprechen. Ein Himbolzen zwingt ihn, für Jaylen zu arbeiten. Gut. Na gut, ja, natürlich ist wieder so ein Charmanter, als ob der mich nicht verraten würde, ne? So, ich hasse diese Ausrufezeichen, ne? Was habe ich denn hier? Sunfox, vielen, vielen Dank für deinen Resub. Na, schon 36 Monate, das ist heftig. Ich danke dir sehr. Ich weiß gar nicht, woher ich das verdient habe. Okay. Also man kann so Strafakten füllen. Interessant. Na gut. Ich glaube, jetzt ist die Galaxie ein bisschen frei für mich. Jaylens Coup muss funktionieren. Zarek Besh kann uns nicht finden, wenn wir einfach untertauchen. Ich hoffe, dir geht's gut, Sunfox. Bist du bereit? Nee, ich habe hier noch was. Ich kann den Blaster modifizieren. Irgendwas kann ich hier. Oh, erzeugt beim Abkühlen ein zweites Zeitfenster, das mit dem richtigen Timing eine super Abkühlung des Blasters durchführt, die vorübergehend den Aufbau von Wärme unterbindet. Oh, das ist cool. Also ich finde es nicht schlecht. Es hat nur technische Schwierigkeiten in meinen Augen. Die leichte Plasmaschüsse auf eine höhere Feuerrate konfiguriert. Ich nehme lieber das erstmal. Kann ich das? Ne, kann ich nicht. Ah doch, kann ich. Super Abkühlung. So, also schnell, leicht. Also von den Bugs kann ich sagen, ja. Von dem anderen kann ich sagen, ja, auch. Aber es hält sich mehr im Grenzen als anderes. Und da muss ich schon sagen. So, Ionen. Also ich habe jetzt auch den Ionen-Ding verbessert, die Genauigkeit. Wo kann man denn... Wieso kann ich nicht so den Betäubungsmodus verstärken? Der wäre cool. Na gut.
kann ich dir. Also, was sind hier die Regeln? Wie gehen wir das an? Du hintergehst Jalen nicht und ich knall dich nicht ab. Nett. Du bist also mein Aufpasser. Wenn du es so nennen willst, schön. Sliro ist hinter dir her. Da kannst du Schutz gebrauchen. Was ist Sliros Problem? Er hat ein ganzes Syndikat. Was schert ihn ein gestohlenes Schiff? Du bist bei ihm eingebrochen in seinen Tresorraum und du hast sein Schiff gestohlen. Nehmt euch vor, der Sliro will, dass du und deine Auftraggeber verschwinden. Für immer. Ja, mit meiner Hilfe lebst du vielleicht lang genug, um den Auftrag dieses Mal abzuschließen. Aha. Dann, komm mir nicht in die Quere, ja? Also, los jetzt. Na schön. Wann immer du bereit bist, Kay Vess. Ja, setz dich hin. Dann können wir hier mal uns hinsetzen. Na schön. Dann legen wir mal los. Du bist nicht der Erste, der das sagt. Nein, es liegt nicht an meinem. Es sind die Grafikeinstellungen. Es ist einfach so. Ich bräuchte den Ultra-High-End-PC, weil diese Option so viel frisst. Keine Ahnung. Dein Hyperantrieb ist offline. Oh, ja, dieser Nav-Computer löst das Problem. Kannst du ihn für mich einbauen? Na schön. Kaum möglich, ohne ihn eine Crew zu rekrutieren. Ach ja, die Crew. Ich kenne einen Droidenschmied auf Akiva. Woher bekommen wir den Rest? Jalen hat eine Liste mit Kontakten dagelassen. Ich habe ihre Koordinaten berechnet. Wenn du deinen eigenen Droidenschmied rekrutieren willst, sage ich ihm das. Ansonsten gibt's da noch einen Schläger, den wir auf Tatooine anheuern können. Und eine Tresorknackerin auf Kijimi. Da würde ich anfangen. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Ja, also man gewöhnt sich dran. Das mit den Haaren. Oh, keine Ahnung. Die hätten das besser lesen können. So macht man das? Okay. Dann nehme ich mein Kijimi, komm. Der Hyperantrieb ist gleich online. Bring dir. Mein erster Sprung in den Hyperraum. Oh mein Gott, was muss ich hier machen? Neuer Platz, du brauchst ein Flugzeug. Ah, okay. Ja, die wollten da was ausprobieren wahrscheinlich mit den Haaren. Weiß ich nicht. Ich kenne das noch von Witcher, da hat es funktioniert. Warum sie es nicht gemacht haben? Kay Vess arbeitet nicht allein. Vor der Gründung von Zerik Besh hat meine Familie Schiffe gebaut. Oh. Wusstest du das? Nicht wirklich. Dieses Modell, die EML 850, sie ist unauffällig, praktisch unzerstörbar. Perfekt für die Unterwelt. Aber auch sehr teuer. Allein die Durastahlpanzerung kostet ein Vermögen. Da war ein BX-Kommando. Andere drin. Schiffe konnten dieselbe Aufgabe viel günstiger erledigen. Ich brauche nur mehr Zeit. Ich nahm dich, weil du eine der besten Jägerinnen im Outer Rim bist. Aber wenn ich dir sage, jemand brach bei mir ein und stahl eine der letzten EML 850 der Galaxis, dann glaubst du, sie arbeitet allein? Weißt du, was aus diesen Schiffen wurde? Zerstört. Umgebaut. Verschrottet. Verstehst du? Ich finde sie. Ich brauche nur... Das ist seine einzige Motivation. Was hat der denn für ein Problem? Die hat mir mein Fahrrad geklaut. Gib mir mein Fahrrad zurück. Ach du Scheiße, wo bin ich denn hier? Also das ist Kijimi, ja? Sieht kalt aus und dunkel. Das ist unser geringstes Problem. Der Ashiga-Clan kontrolliert hier seit Jahrzehnten die Unterwelt. Aber jetzt schickt sich Crimson Dawn an, sie zu verdrängen. Dafür will Königin Ashiga sie vernichten. Tja, dann sollten wir die Tresorknackerin holen, bevor es dazu kommt.
Wie sieht's denn hier aus? Toll, ich muss wirklich hier durchfliegen, um zum Planeten zu kommen. Na super. Halt dich nicht zu lange im Nebel auf. Da wimmelt es von Banditen und Gewürzschmugglern. Hey, das ist doch genau mein Ding. Sicher nicht. Neulinge fallen auf Kijimi schnell auf. Ich spreche mal mit meinen Kontakten. Vielleicht hat jemand Arbeit für dich. Ich schließe meine eigenen Kontakte. Wie du meinst. Ach, man kann so viel darüber reden, Sam. Das, was... Es gibt hier zwar keine Weltraumpferde, aber es gibt hier auch etwas, was dich wahrscheinlich sehr stören würde. Ich versuche, Dinge zu ignorieren, weil mir das Gameplay gefällt. Wir hatten... Ich will jetzt nicht kämpfen, ich will nur auf den blöden Planeten. Das sind mir zu viele, so. Vorsicht, Krieg, das sind Piraten. Es gab jetzt viele Entlassungen bei Disney. Aufgrund von dem ganz, ganz blöden Ergebnisse von Acolyte wurden einige dieser, sagen wir mal, verantwortlichen Frauen gefeuert. Es wird aber noch ein bisschen dauern, bis man eine Änderung bei den Filmen sieht, weil zum Beispiel Schneewittchen ist ja schon fertig gedreht. Es kommt noch. Aber die haben mit der ganzen Sache, seit sie die Leute da eingestellt haben, kein einziges Mal Profit gemacht. Nicht ein einziges Mal. Und Disney ist halt eine Kapitalgesellschaft. Ne? Da musste man irgendwann mal früher oder später den Stecker ziehen. Da sind wir auf Kijimi. Sieht sehr japanisch aus. Frank ist die beste Safe-Knackerin im Outer Rim. Ohne sie kommt sie nicht ins Virus-Tresorraum. Und sie ist hochverschuldet bei den Ashika. Dann sollte sie vielleicht ein paar Safes knacken. Begrüßungskomitee. Grüßungskomitee? Wie nett von dir. Das war ich nicht. Pass auf dich auf, Kay. Ich komme mir so vor, als wären die einzigen männlichen Charaktere dauernd immer nur die Verräter, Bösewichte oder Arschlöcher. Ich bin dann weg. Also dann. Gut. Schauen wir uns mal hier um. Oh, meine Jacke ist nicht warm genug für dieses Wetter. Nix, roll dich am besten schön ein. So, Leute, aber... Sagen wir mal so, sie hier ist keine Ray. Das kann ich schon mal sagen. Die macht so viele Fehler und hat nie einen Plan, ne? Und weiß überhaupt nichts. Hallo, ich bin Kay Vess. Und ihr seid dann wohl vom Ashiga-Kartell, richtig? Wir sind ein Clan. Dein Schiff ist eine EML-850 namens Bahnbrecher. Unseren Informationen nach ein Schmuggelschiff. Oh, ihr habt von ihr gehört. Naja, ich suche nur jemanden. Ihr Name ist Ank. Was willst du von Ank? Sie schuldet mir Geld. Ziemlich viel. Ich will es mir holen. Das ist gelogen. Du arbeitest für Crimson Dawn. Was? Nein. Ich meine, wenn ich für Crimson Dawn arbeiten würde, wäre ich dann einfach so hier aufgetaucht? Schiffscan abgeschlossen. Nichts von Interesse. Heißt das, ich kann jetzt also gehen? Ich meine, ihr müsst schließlich Crimson Dawn-Spione finden. Du kannst gehen. Aber lüge uns nicht noch einmal an. Oh, ja. Werd ich nicht. Ehrlich. Die Frau hat nie einen Plan, ne?
Oh, der Ashiga-Clan gehört jetzt eine ist eine Ruf-Fraktion geworden. Ah ja, gut. Ich will eigentlich Crimson Dawn hochmachen. Darf ich gehen? So. So, vielleicht finden wir ja hier. Hey, in die fünf. Fürs Erste sind wir sicher. Gib ihm nur keinen Grund, das Schiff festzusetzen. Ich bin nicht zum ersten Mal auf Kijini. Ja, gut. Ich sehe mich in der Kantine um. Vielleicht hat ja irgendjemand irgendwas von Ankh gehört. Ankh ist Stammgast im Doma-Refektorium. Das ist im Diebesviertel, nicht weit von dir. So. Hier gibt es bezahlbare Schiffsverbesserungen. Ach, das ist der Schiffsverbesserer. Nein, ich suche eigentlich einen Imbissstand. Ich würde gern mal wieder einen Imbiss zu mir nehmen. Hey, Sie. Wenn Sie mich verhaften wollen, ich habe nichts getan. Zumindest heute. Eigentlich geht es um das genaue Gegenteil. Ich habe ein kleines Geschäft am Laufen. Vielleicht sind Sie ja interessiert. Oh, ach ja? Worum geht's? Wenn Sie mal Ärger mit dem Imperium haben, kommen Sie zu mir und ich lösche Ihre Akte. Ja, aber erstmal zu dir zu kommen dauert. Wow, Gauner in Uniform. Die Galaxis ist wirklich überall gleich. Aber gut, das könnte nützlich sein. Ja, erstmal zu ihr zu kommen, das ist nicht einfach. Also die, wenn das Imperium dich auf den Kika hat, jagen die dich stärker, als wärst du Luke Skywalker von Darth Vader verfolgt. Also das habe ich noch nie erlebt. Aber dafür sind die Sturmtruppen hier wirklich mal gefährlich. Und keine Witzspuren. Sechs Pikebosse haben sie erwischt. Angst, dass sie 2 Stunden gekämpft. Hier ist so ein Symbol. Also, San, eben habe ich eine Stunde lang mich vor dem bin in eine imperiale Basis eingebrochen, habe dort ziemlich viel Murks gemacht und dann haben mich Todestruppler verfolgt. Also die sind und überall landeten Lambda-Shuttles und versucht mich einzufangen. Oh, da kann man was essen. So, jetzt machen wir Quicktime-Essen. Hunger nichts. Oh, verdammt, ich hab kein Geld, oder? Verdammt, ich muss erst das verkaufen. Weißt du was? Eigentlich bin ich satt. Ich muss das Essen machen. Das ist eine Questreihe, alles zu essen. Wo ist hier ein Händler? Händler. Da unten war ein Händler. Ich will einfach Sachen verkaufen, habe ich genug Geld. Das ist ganz witzig. So, verkaufen wir mal meine Wertsachen. Schiffsreparaturen und Aufrüstungen. Verdammt, das ist nur Aufrüstung. Also, ich bin hier. Das ist die Suppe. Händler. Schieger-Clan. Schneider. Okay, gehen wir zum Schneider. Also, man muss sagen, das Imperium ist wirklich gefährlich. Und rumballern, diese Frau hier ist vollkommen unfähig, ist nicht immer eine gute Idee. Du musst für eine Befragung mit uns kommen. Ja, wo ist denn jetzt hier der Händler? Du hast gegen die Ausgangssperre. Drehen Sie sich ruhig um. So, Verkauf. Machen wir erstmal hier. Sehr schön. Beehren Sie uns bald wieder. Los. Hm? Das könnte ich jetzt vertragen. So, jetzt werde ich wieder Monster Hunter Vibes kriegen. Hallo, einmal die Duradan-Suppe. Ich habe den Texturbug. Ich hoffe, das wird wirklich bald gepatcht morgen. Ey. Ich bin übrigens nicht der Einzige, der diesen Bug hat. Ich habe nachgeschaut. Sieht gut aus. Da sind Würmer drin. Das ist ja ekelhaft.
Okay. Du zuerst. Schmecken die Larven? Quicktime essen. Das ist so random, was da für Buchstabe steht. Tut gut, was Heißes und Kaltes. Ja, das ist so ein Pikachu, ja. Oh, du solltest warten, bis es schmilzt. Halt still nicht. Ja, reiß ihm das aus der Zunge weg. Das ist. Die Würmer sind eklig. Gut, gut, du gewinnst. Mm, so gut. Das gibt's nicht auf Kanto. Wiedersehen. Ey, Nix, Vorsicht beim Eis das nächste Mal. Ich bin gespannt, was es später bei auf Tatooine gibt. Wampersuppe oder so. Keine Ahnung. So, Nix Leckerei freigeschaltet. Das ist nämlich hier unten. Was gibt das denn für? Und Nix kann mehrere Gegner gleichzeitig ablenken, allerdings mit reduzierter Reichweite. Das ist gut. Das nehmen wir mal. Ich hätte eben gerne gehabt, dass der zwei auf einmal ablenken könnte. Das wäre sehr praktisch gewesen. Oh, ich kann auch einen Talisman nehmen. Verringert den erlittenen Fallschaden. Du hättest mehr Adrenalin. Okay, mache ich das. Talismane. Ich weiß nicht, warum ich diesen Glückschip habe. Gut. War ganz witzig. Finde ich nett gemacht. Als ich das erstmal zufällig gesehen habe oder gemacht habe, war ich erstmal total sprachlos, was ich da machen musste. Löchen. So, kaufen wir mal. Was haben wir denn hier? Ausrüstung. Es gibt sogar Set-Gegenstände. Du kannst mehr Bacta-Fiolen tragen. Stellt beim Erleiden von tödlichen Schaden die Gesundheit komplett wieder her. Verringert den durch Blaster und Schusswaffen erlittenen Schaden. Der durch Explosionen erlittene Schaden in der Hocke beim Rollen oder Rutschen wird enorm reduziert. Du kannst mehr Bacta-Fiolen tragen. Ja, aber das kann ich ja hier auch. Also da würde ich ja wohl eher das sparen. Na? Vor allem ist das ein Set-Gegenstand. Dann werde ich das sparen. 1700 Credits, glaube ich. Den schönen Tag noch. Gut zu wissen. Ich bin nur doof, dass es wieder dieser blöde Grafikbug ist. Ich hoffe das wirklich, dass das morgen weggepatcht wird, hä? So. Schauen wir uns mal die Stadt an. Ah, Crimson Dawn ist da oben. Das sollte ich mal mit der reden. Ansonsten muss ich hier mit dem Barkeeper sprechen. Also
Also wenn das so eiskalt ist und die hat nicht mal Handschuhe an, ne? Die wäre so längst totgefroren. Das ist. Übrigens, sei in der Kantine vorsichtig. Da wimmelt es von Söldnern. Du willst dich nicht mit Leuten anlegen, die Blasterkanonen mit sich rumtragen. Naja, oder sie verkaufen mir vielleicht ein paar schwere Geschütze. Okay. Wo liegt das Problem? Ist die jetzt da oben? Ach, der ist hier um die Ecke. Gut. Ersuchter Export ohne Genehmigung. Was ist in den Kisten? Was? Fotorezeptoren. Was? Ihr könnt nicht den ganzen Raum abholen. Oh. Glaube ich mal. Okay, dafür, dass sie sich hier einschmuggeln, haben sie ein eigenes Gebiet oder was? So. Also ich kann hier frei rumlaufen, weil ich ein gutes Verhältnis zu denen habe. Ansonsten hätte ich mich jetzt hier einschleichen müssen. Wir haben hier nur das Beste. Ah ja, Daten geben. Ich habe ja Daten gefunden. Erhöht den Ruf. Sehr schön. Was hat er denn für Anfragen? Also er will Verbesserung des... Dafür brauche ich hier Wolle. Ich habe keine Wolle. Was verkauft er mir denn? Oh, er hat Schuhe. Aber da muss ich erst ausgezeichneten Ruf kriegen. Ich weiß nicht, wer die Synchronsprecherin ist. Keine Ahnung. Aber es ist sehr gut synchronisiert worden. Ja, und ich bin sehr froh, dass das hier nicht so... Also der Typ, der mich eben verraten hatte, das war der Synchronsprecher von Stewie aus Family Guy. Achso, keine Ahnung. Dann können wir noch mal mit dann. Schon wieder zurück? Keine Ahnung, wer das ist. Informationen. Diese Daten enthalten Informationen über Fracht und Bauteile zur Schiffsverbesserung. Für Schiffskomputer im Weltraum oder Hochsicherung von Piratenkontrollierung zu finden. Ah, ich brauche bessere Sachen. Aber ich nehme mal die Informationen. Weiß ich zu schätzen. So. Aber schön, dass Crimson Dawn hier so sein eigenes Viertel hat. Da muss man sich erstmal einschleichen. Auf Tatooine herrschen ja wohl die Hutten wahrscheinlich. Man kann wahrscheinlich Jabba treffen. Bestimmt. Ganz leise, kleiner Freund. Und da will ich jetzt noch nicht hin. So. Die anderen Syndikate sind ein Witz. So, gut. Das ist also Kijimi-Stadt. Wir sind echt weit weg von zu Hause. Willst du dein Glück versuchen? Ich kann kein Konya. Und ich bin aus der Übung. Du bist die beste Sabbatspielerin von uns allen. Meine Kredits hast du zumindest eingesteckt. Ja, aber es reicht nicht, um im geheimen Spielsaal um die ganz großen Beträge zu spielen. Okay. Hey, was sagt ihr da über einen geheimen Spielsaal? Wisst ihr, wo er ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich wollte mal danach suchen, aber habe es nie getan. Sie traut sich nicht. Es ist irgendwo im Domag-Refektorium. Aber sie lassen nicht jeden rein. Domag-Refektorium, was? Alles klar, danke. Jetzt habe ich wieder Informationen bekommen. Sehr schön. Sabak ist cool. Das ist so eine Art Poker. Oh, ist das ein... Nee. Mit der Schmugglerin. Ich bin hier. Auch Schmugglerin. Komm schon, Nix. Vielleicht gibt es hier was Leckeres zu essen. Im Moment habe ich keine Aufträge. So, okay, aber einen neuen Vermittler gefunden. Nicht.
Nein, ich mein's ernst. Ich pack bald mein Zeug. Hier geht alles den Bach runter, seit die Königin das Imperium eingeladen hat. Also hier ist der Code für das Tor beim Platz. Bitte um keine weiteren Gefallen. Das war's. Ich werde dir nicht mehr helfen. Also frag es gar nicht. Okay. Also ich gehe nirgendwo hin. Kijimi ist mein Zuhause, weil es nichts anderes für mich gibt. Oh, schon gut, Kumpel. Die Leute hier sind einfach etwas angespannt. Ich muss sagen, dass atmosphäremäßig ist das Spiel super. Viele kleine Details und so. Das ist sehr schön gemacht. Hey, hast du Ankh gesehen? Ankh? Schuldet sie dir etwa auch Kredits? Auch wieder der Frau. Warum? Was ist los? Naja, die Ashiga haben sie endlich geschnappt. Sie muss ein paar Millionen Kredits in der Fabrik abarbeiten. In ihrem Alter und mit den Schulden sitzt sie da lebenslang. Ha, das macht es kompliziert. Na, falls sie jemals rauskommt, sag ihr, sie hat noch eine Rechnung offen. Okay. Ja, also ich finde es hey, auch schön synchronisiert. Anscheinend steckt Ankh in irgendeiner Fabrik der Ashiga fest. Ich schätze, ich werde ihr da raushelfen müssen. Wenn sie dich erwischen, sperren sie dich auch ein. Ah, hast du eine bessere Idee? Nein. Such zuerst nach einem Plan der Fabrik. Hacke eine Konsole in ihrem Bezirk und sieh zu, was du herausfinden kannst. Hey, ich hab gehört, dich muss man fragen, wenn man einen geheimen Sabaksaal sucht. Ich bereite hier nur Getränke zu. Ach komm, du weißt davon, nicht wahr? Na gut, hör zu. Einer meiner Gäste hat an diesem Tisch alles verloren. Er ist jetzt am Raumhafen und sucht nach dem nächsten Schiff weg von hier. Vielleicht verrät er dir mehr. Danke, das weiß ich zu schätzen. Ich hoffe, du hast mehr Glück als er. Hier, man kann auch wetten auf diese Reiten-Dinger, ne? Aber ich habe auch schon rausgefunden, dass es irgendwo ein Geheimnis gibt, dass man weiß, wer immer gewinnt. Und das würde ich dann erstmal schauen, wenn ich das finde, die Information. Wer bist du denn? Verzieh dich. Du hast hier nichts zu suchen. Okay. Ich kann ganz groß absagen. Es ist, ja, es ist, ich würde gern Sabak nochmal spielen. Ah, hier spielen sie Sabak, aber ich kann da leider nicht mitspielen. Junge. Yay. So. Lass dir von nix einen Gegenstand bringen. Das brauchte ich noch. Jetzt kann ich nämlich, Schatzige, nix gibt optische und akustische Tipps, wenn Behälter in der Nähe sind. Nahbehälter werden außerdem durch Drücken von B markiert. Schalten wir das mal frei. Das hilft beim Erkunden, glaube ich. Ich mag... Ah ja, Sonja, danke, dass du da warst. Freut mich sehr. Ich mag auf jeden Fall das Fähigkeiten-System. Hier, ich kann... Hey, wieso wird mir hier was angezeigt? Die Söldnerin. Der Barkeeper sollte wissen, wo man Söldner finden kann. Okay. Die wird wahrscheinlich eher so kampfmäßig mit der Waffe mit Fertigkeit freischalten. Wahrscheinlich, die Hackerin finde ich ziemlich cool. Also was muss ich hier nochmal? Knacke verschiedene Schlösser. Also ich muss doch ein Schloss knacken, dann kriege ich das hier. Das will ich auch. Ich will leichtfüßig werden. Crimson Dawn ist gestiegen, sehr schön.
Auftragskult Kajima. Ausverkauft, okay. Dürfte ich ein bisschen selten. Ah, okay. Ich habe noch nie für den Totenkartell gearbeitet. Muss ich auch mal machen. Ich habe eine Quest dafür. Na gut. Oh, cool. Ich habe jetzt gerade die Tresorraum-Infos, die ersten. Da brauche ich jetzt noch mehr Informationen für. Ich hoffe wirklich, dass diese Grafikprobleme gelöst sind, weil ich würde dann am Wochenende mich auch hauptsächlich sehr stark auf Nebenjobs mal konzentrieren. Und da das immer so ein Hin und Her ist, würde ich schon gern, dass die Grafik dann auch stabil bleibt. Das wäre sonst nervig. Man sieht ja hier, wie plastisch sie jetzt plötzlich aussieht, weil die Texturen nicht geladen werden. Das ist so ein Texturladebug. Ich habe mal nachgeschaut, es gibt einige, die das auch haben. Und dann hoffe ich natürlich, dass das Ubisoft das ziemlich schnell patcht. So, gehen wir mal hier raus. Wo sind wir denn hier? Ja, erstmal das Erkunden, ne? Also das ist auch ganz wichtig. Das macht mir mehr Spaß als Jedi Outcast, muss ich ehrlich zugeben. Habe ich die jetzt nicht gefragt nach dem Söldner? Verdammt, ich muss nochmal rein. Gerade weil dieses Spiel eher ein Stealth-Spiel ist, ne? Aber ich würde schon gerne mal einen mit Laserschwert treffen. Das ist bestimmt ein witziger Begegnung, Mann. Hey, blöde Frage. Gibt's hier irgendwo eine Söldnerin? Sogar jede Menge Söldnerinnen, Kleine. Auch eine, gibt's auch die große Waffen mag? Gibt's auch männliche Söldner? Genauer geht's wohl nicht. Aber red mal mit Rooster. Sitzt schon die ganze Woche da in der Ecke und starrt meine Kundschaft an. Wenn du sie herausbekommst, schulde ich dir was. Danke. Ja, wo ist sie denn? Na da. Ach, bist du Rooster? Hab gehört, du kannst mit Waffen umgehen. Mit lauten. Die meisten, die das hören, lassen mich in Ruhe. Tja, ich brauche etwas Expertise. Du? Bleib du mal schön bei deinem kleinen Blaster da. Hey, hör mir erst mal zu. Ich kann zahlen. Weißt du, ich bin raus. Das Imperium hat mein Schiff zerschossen, mein Arsenal konfisziert. Also sitze ich jetzt hier. Und ich will keine Gesellschaft. Ich könnte dir deine Waffen zurückbringen. Wo haben sie sie hingeschafft? Keine Ahnung. Hab sie markiert, aber den Empfänger musste ich in einem Asteroidenfeld abwerfen. Keine Chance. Tja, ich habe ein Schiff. Oh, du bist jung. Hast dein ganzes Leben vor dir. Bei mir ist das anders. Lass mich einfach in Ruhe. Okay, ganz wie du meinst. Wie gesagt, das System der Fertigkeiten finde ich faszinierend. In diesem System gibt es ein Asteroidenfeld, richtig? Auf einer Schmuggelroute durch den Nebel. Ich glaube, es könnte da draußen was Interessantes geben. Weil man muss erst diese Leute kennen. Das sind nicht mal die Crewmitglieder, sondern die sind einfach nur so Spezialisten. Und das finde ich faszinierend. Wieso wird mir eigentlich angezeigt, dass ich hier eigentlich etwas hätte? Führe einen 60 Meter langen Sprung durch, ohne abgeworfen zu werden. Ich doch schon. Also ich habe schon einige gemacht. So, na gut. Die Halunkentasche, genau.
Ich muss da wirklich noch hin. Aber muss ich nochmal zurückfliegen dann. Ab jetzt wird das Spiel um einiges größer. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben hier Crimson Dawn. Wegen dem Tresorauftrag irgendwie. Ich kann noch mal was mit dem Schiff erhöhen. Interessant. Was ist eigentlich das? Nimm das modifizierte Gerät an dich, bitte was? Okay. Boah, hier sind, okay, wir haben jetzt die Ubisoft-Formel so weit erreicht, dass ich jetzt fast erschlagen werde von Kleinigkeiten, die ich aber so faszinierend finde, dass ich die unbedingt mal nachverfolgen muss. Dass ich schmerzbefreit bin, kann ich in dem Sinne nachweisen, ich habe Unity auf 100% durchgespielt damals. Nachdem es bugfrei war. Und das war die erschlagene Ubisoft-Formel, in meinen Augen. So, warte mal, der hatte doch jetzt plötzlich... wo ist er jetzt? Der stand hier doch... Ach, da ist er. Brauchen Sie neue Raumschiffteile? Ja, was verbesserst du mir denn? Ah, du würdest mir die Verteidigung verstärken. Komm, Verteidigung ist gut. Verbessern wir mal den Rumpf. Das wird bestens funktionieren, versprochen. Was ist das? ND5, was ist das? Ein Peilsender. Der gehörte wohl mal Jet Cordo, dem ehemaligen Besitzer der Bahnbrecher. Ha, ich dachte, die Bahnbrecher hat Sliro gehört. Du bist nicht die Erste, die dieses Schiff klaut. Hier, da ist eine Holodisk drin. Sieh sie dir an. Hallo, hier spricht Jet Cordo. Es ist bald Zeit für den Auftrag, aber erst müssen wir Vorkehrungen treffen. Das Ding in deinen Händen ist ein Peilsender. Mitglieder der Handelsliga, wie meine Wenigkeit, nutzen sie, um Tresore für ihre Schmuggelware zu finden. Aber ich habe ein paar dieser Tresore vom Netz genommen. Niemand außer uns wird sie je finden. Verlier bloß den Peilsender und die Disks nicht. Wir wollen schließlich nicht, dass jemand anderes sie findet und sich unsere Beute krallt. Ich habe gesprochen. Huch, die ist ausgegangen. Sieht aus, als wäre diese Holodisk auf Toshara kalibriert. Du musst dort das Gerät aktivieren. Es sollte dich zu Jets Tresorraum führen. Hm, na dann. Klingt ja nicht so schwer. Mal sehen, was Jet zurückgelassen hat. Och, ich hab irgendwie einen Verdacht. Ich wette, das ist irgendwie eine komplette Ausrüstung, für die ich Sammelobjekte sammeln muss, um am Ende des Spiels, wo ich die Ausrüstung eigentlich gar nicht mehr brauche, meine epische Ausrüstung bekommen. Das ist doch Ubisoft mit Assassin's Creed. Jedes Mal mit dieser Rüstung. Ne? Also das ist... Jetzt bin ich aber auch neugierig. Ich flieg mal nach Toshana. Also ich finde das jetzt... Ich bin jetzt neugierig. Hey, ND5. Du bist hier. Okay, Zeit, ich will das wissen. Wenn das nämlich sowas ist, dann weiß ich, worauf ich mich konzentrieren muss auch.
Aber in der Zwischensequenz konnte man gut sehen, was dieser Grafikbug hat. Ne? Dass der, er lädt die Textur nicht richtig, dann setzt er sie wieder zurück und dann versucht er sie wieder zu laden. Und ja. Ist nervig. Sieht das aus wie PlayStation 2 Spiel. So. Ich fahre den Hyperantrieb hoch. Was? Wissen, ob das wirklich das so ein Rüstungsding ist. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es sowas ist. Und solche Übergänge habe ich mir wirklich für Starfield gewünscht, wenn sie schon keine frei begehbaren Planeten machen, dass sowas gemacht wird. Ne? Das ist sehr atmosphärisch. Statt so ein Quicktime-Travel. Ah. Ich meckere viel, es tut mir leid. Meckern gehört dazu. Viele machen Satire, ich meckere. Lieber diese Stadt, weil die große Stadt ist nervig. Und aufgesetzt. Ja. Also muss ich nur nach diesem Ort suchen und herausfinden, wohin der rote Punkt führt. Oh mein Gott, das ist eine Schatzkarte. Also, ich brauche einen großen Felsen. Und an diesem großen Felsen ist irgendwie ein Gebäude. Habe ich irgendeine Richtungsanzeige? Bis später. Gut. Okay, schauen wir uns das mal an. Also, ein großer Felsen, ne? Ich denke, das ist der Felsen. Sieht auf jeden Fall nach dem Felsen aus. Das müsste bedeuten, das hier ist der. Das müsste der Punkt sein. Jedenfalls denke ich, dass das der Punkt ist. Können wir mal versuchen. Wir gucken uns das mal an. Fahren wir. So, Röttchen. Wo habe ich den Punkt gesetzt? Da habe ich den Punkt gesetzt. Muss es jetzt so ein Kampf sein? Ich will zu diesem Gebäude da. Okay, kein Kampf. So. Sieht aus wie der Ort von der Karte.
Schauen wir mal nach. Schauen wir uns das mal an. Ich war hier schon mal, glaube ich. Hier war aber dann... Also ich hatte ja keinen Hinweis. Oh, für die Lumpentasche habe ich jetzt einiges. Erreiche auf den Holokarte markierten Ort. Das hier müsste der sein. Ah, Cordo muss diese Stelle markiert haben. Ah. Das Geräusch heißt wohl, es funktioniert. Nee, hier ist nichts. Ich muss also irgendwie da runter, glaube ich. Warum sie dann hier so ein Ding machen, weiß ich nicht. So, nix. Es geht los. Okay. Ah, ich hätte hier runtergehen können, okay. Ah, hier, warte mal. Ah, ich verstehe, ich muss hier runter. Halte durch, Nix. Ich glaube, wir sind gleich da. Mann, Mann, das ist ja eine Schnitzeljagd. Okay, ich habe was gefunden, aber irgendwie... Die Luke, die wird ja wohl was bedeuten, oder?
glaube, ich muss doch noch mal nach oben. Die hat ja auch gesagt, hier unten, wir sind gleich da. Kann man hier irgendwo hochklettern noch? Okay, das Suchgebiet ist auch ziemlich groß. Wenigstens finde ich so Kleinigkeiten. Na, warte, ich kann mal wieder hochklettern. Oh, hier kann man sehr hochklettern. Jo, alle kleine Schatzsuche, ne? Wieso nicht? Bin ich wieder hier. Toll. Ich glaube, ich muss irgendwie nach oben. Ich bin ja erst runter. Kann man hier irgendwie hoch? Das führt mich schon dahin, ne? Ich habe irgendwas übersehen. Oh. Ich sehe auch nichts. Nur das hier. Irgendwas übersehe ich. Das ist ein kleiner Schalter. Ist doch nicht zu fassen. Es war die Luke. Was auch immer da drin ist, ist es hoffentlich wert. Ja, hoffentlich. Ist ja Wahnsinn. Mannschaft, wenn ihr während der Vorbereitung Vorräte braucht, verwendet die Peilsender, die ich euch gegeben habe. Ich habe sie selbst eingestellt, damit sie Kisten der Miyuki-Handelsliga auf der Planetenoberfläche aufspüren können. Nähert euch einfach der Kiste, um die Sensoren des Peilsenders zu aktivieren und folgt der Spur. Ah, dieser Sender findet also auch versteckte Kisten der Handelsliga. Danach sollte ich auch Ausschau halten. Ach Mist.
Ach, zu früh. Hat geklappt. Leichtfüßigkeit. Freischalten. Yay. Hallo. Reduziert die Lautstärke beim Gehen und Rennen. So kann Kay sich besser bewegen, ohne entdeckt zu werden. Überfall in Gefahr gebracht. Wir müssen zum Ersatztresor. Dann beweise ich dir alles. ND5, ich habe einen von Jet Cordos Tresoren gefunden. Er wurde nur leider schon ausgeräumt. Irgendwas Wertvolles? Ich hab was, ja. Aber hier ist noch eine Holodisk mit einer Aufnahme von Cordo. Der Raub ist anscheinend nicht so gelaufen wie geplant. Ist das jemals der Fall? Es muss noch mehr davon geben. Er hat erwähnt, dass er noch andere Verstecke genutzt hat. Das könnte sich lohnen. Ja, vielleicht hat Cordo es ja doch geschafft. Okay. Ich habe aber eine Ausrüstung bekommen, habe ich gesehen. Einen Halfter. Du kannst der Bakterien und Granaten tragen. Erhöht die Aufladung von Betäubungs... sehr gut. Sehr gut. Halunkenausrüstung, meine Güte, weil der Betäubungsschuss, sehr schön. Also Peilsender, Inventar. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, das wäre jetzt so ein... Ich habe ja ein Rüstungsteil bekommen, ja, aber das ist so zum Freischalten. Mal gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Ansonsten ist hier nichts. Unbekannter Ort. Naja, da muss ich wahrscheinlich erst Informationen finden. Ansonsten ist hier versteckter Schmuggellager. Ist ja wahrscheinlich Schmuggler. Schaue ich in die richtige Richtung? Ja. Okay, es gibt also noch Mini-Lager. Schauen wir uns das mal an. Ich hätte wirklich gedacht, dass das jetzt sowas ist. Hoffe ich. Glaub, da muss ich hoch. Sehr schön. Schatz geborgen. Piraten haben einen BT-009S P-Schnellabzug in einer Höhle von Fliegerkamen versteckt.
Um in die Höhle zu gelangen, wird der Werkzeug benötigt, die Fels zerstören kann. Das habe ich leider noch nicht. Pike Wilderer Station. Gorax Schlüssel, ja, wir können Pike mal ein bisschen machen, ne? Was haben wir denn noch alles? Grobian, ja, das ist Pike-Syndikat. Also wenn wir unseren Ruf mal mit dem Pike-Syndikat um einen Bereich erhöhen, dann kann man sich hier frei bewegen. Bei denen, ne? Sollte er möglich, was ist das da oben? Gestohlene Glücksbringer. Ach so, okay. Das muss ich auch mal. Was ist das? Crimson Dawn. Ja, das ist das Einzige, wo man Crimson Dawn hat hier. Hutte hat man noch nicht. Hier oben war ich noch nicht. Ich glaube, hier gibt es auch noch. Also ich bin mir nicht sicher, ob es hier noch ein Gebiet gibt. Das sieht so aus, als gäbe es hier noch ein Gebiet, aber da komme ich noch nicht hin. Oder es ist einfach kein Gebiet, aber es sieht so aus, als wäre hier noch was. Orientierungsmittel, den Schatz habe ich auch noch nicht anscheinend. Hier sind 4 Schätze, die ich noch nicht gesehen habe. Also sie sind über... 10 Schätze sind hier. Ach so, das Gebiet hat 10 Schätze, verstehe. Wow. 16 Schätze. Wow. Also, da hat man noch einiges zum Arbeiten. Was ist hier? 2 Schätze habe ich da noch nicht. Okay. Ansonsten habe ich... Jet Cordo. Ja. Und das hier ist... Rauchbomben. Wieso wird bei Fähigkeiten angezeigt, als hätte ich irgendwas? Das ist auch buggy, kann das sein? Ach, die Söldnerin kann ich jetzt schon... Nee, kann ich noch nicht. Die muss ich erst machen. Ich weiß nur halt, wie sie aussieht. Von ihm habe ich noch besiege Gegner, die unter dem Einfluss von Beschwatzen stehen, mit dem Betäubungsschuss. Ah, also, wenn ich die Hände hochnehme und mit Betäubungsschuss schieße. Ah, verstehe. Gut, dann muss ich mir das merken, wenn ich das mal wieder habe. Du rannst. Mein Gott, wie viel Essen gibt es denn hier noch? Welten. So, ich will diese Ausrufezeichen wegkriegen. So, Jets Journal. Man sollte wissen, wie man mit Kopfgeldjägern umgeht. Denen geht es nur um Kredit. Entweder du überbietest den Auftraggeber oder du schießt und hoffst, dass sie allein sind. Okay. Hallo, hier spricht Jack Cordo. Es ist bald Zeit für den Auftrag, aber erst müssen wir Vorkehrungen treffen. Das Ding in deinen Händen ist ein Peilsender. Mitglieder der Handelsliga, wie meine Wenigkeit, nutzen sie, um Tresore für ihre Schmuggelware zu finden. Aber ich habe ein paar dieser Tresore vom Netz genommen. Niemand außer uns wird sie je finden. Verlier bloß den Peilsender und die Disks nicht. Wir wollen schließlich nicht, dass jemand anderes sie findet und sich unsere Beute krallt. Ich habe gesprochen. Ich habe gesprochen. Hört sich an wie dieser, wie der aus Mandalorian, also, Staffel 1, Mandalorianer Staffel 1. Da war ja auch so ein Typ. Ich habe den Urknot-Schwein, genau, Urknot war das. Der hat auch immer gesagt, ich habe gesprochen. Jet, bist du da? Meine Sensoren. Ah, okay, das habe ich. Jet, bist du da? Das habe ich ja eben schon mal gehört. Tutorials. Da brauche ich nicht. So. Gut, dann haben wir wieder einiges. Rauchbombe.
So, aber was mache ich jetzt? Ich könnte jetzt noch mal versuchen, diese Quest zu machen. Was sind die? Der Söldner hier, genau. Die Jimmy Orbit. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich könnte es mal versuchen. Ja, das versuche ich jetzt noch. Und ob es gelingt oder nicht, werden wir mal schauen. Ob mein Schiff stark genug ist dafür schon. Guck dir mal an, diesen Grafikbug. Es ist so nervig. So extrem nervig. Verschwinden wir von hier. Mir fehlt ein bisschen Star Wars Musik, ne? Die man einfach nicht reinmachen will, weil sie ja lizenziert ist. Ne? Ich hab noch alte Star Wars Spiele, da ist die Musik drin. Sogar in SW Tor ist sie drin. Gut. Bringen wir in den Kitchen Orbit. Koordinaten für den Hyperantrieb werden berechnet. Energie. Zeit zum Sprung. Weißt du, Kumpel, ich habe nachgedacht. Du willst nicht hier sein und ich brauche kein Kindermädchen. Ich könnte dich irgendwo absetzen, bis alles für den großen Coup geregelt ist. Ich glaube nicht, dass das Jens Wünschen entspreche. Na und? Sag ihm einfach, du wärst noch hier. Mir scheint, dass du Jalen hintergehen willst. Soll ich ihn anfunken? Nein, nein, nein. Vergiss es einfach. Man muss jetzt nicht immer wieder durch das Gebiet fliegen. Das war nur beim ersten Mal. Das ist gut, dann kann man nämlich schnell zum Planeten kommen. Boah, ist das eine Distanz? Meine Güte! Super. Schön, nicht schlecht. Meine Fresse! Was ist das für eine Mine hier? So, jetzt muss ich
gucken, wo ist der nächste? Ja, der Empfänger ist noch aktiv. Er ist auf Tatooine gerichtet. Die Waffen sind wohl in Bewegung. Na dann, ich sag mal Rooster Bescheid. Verschwinden wir aus diesem Nebel. Hey, Rooster, hier ist Kay. Du schon wieder? Was willst du? Ich hab deine Waffen gefunden. Was? Wie? Ich hab ein Schiff. Schon vergessen? Ich übermittle dir das Signal. Ich soll jetzt nach Tatooine fliegen? Interessant. Die wollen einfach sofort, dass du eine riesige Galaxie offen hast. An alle, die mich hören, ich brauche Hilfe. Mein Frachter ist lahmgelegt und ich werde von Piraten durch den Sektor gejagt. Sie sind hier. Ich brauche Hilfe, damit ich den Antrieb flicken kann. Hier spricht K-Bass. Der Bahnbrecher. Ich bin hier, um zu helfen. Wow. Abgeschlossen. Yeah! Sie sind gesprungen. Du hast ihren Rückzug gesichert. War's das schon? Krieg ich nix? Oder hat er was zurückgelassen? Noch Tatooine fliegen muss. Es wird wahrscheinlich noch aufregend. Muss ich sagen. Ja, wir haben jetzt noch wieder 3 Stunden. Das sollte eigentlich auch für heute mal wieder gereicht haben. Ich lande jetzt noch. Ich schaue, ob ich morgen noch was spielen kann, aber ich glaube, morgen ist War of Rights und wahrscheinlich dann eher nicht. Aber am Wochenende wird auf jeden Fall noch mehr gezockt für eine leckere Partie. Und ich hoffe, dann ist endlich dieser Patch da. Es wird Zeit, dass es gepatcht wird. Und die Nachricht, Ubisoft, ich hätte es gerne auf Steam gehabt. Ganz im Ernst, das würde ich so gerne auf Steam machen. Ich liebe Errungenschaften jagen und Ubisoft Launcher gibt mir einfach nicht an, wann ich Errungenschaft bekommen habe. Das muss ich immer nachgucken. Ich gehe raus. Na gut. Gut, also, wir haben jetzt hier Schlüssel. Genau. Ist schon witzig, finde ich, Konsole zu greifen. Achso, das war ja mit dem Vermittler.
Sonst... Ich habe aber nichts, um die Fähigkeit jetzt noch zu erhöhen. Na, das wird mir nur blöd angezeigt. Ist auch ein Bug, dass mir das angezeigt wird. Ich brauche hier noch direkt Energieschaltkreise. Kann bei Plünderern gekauft werden oder ich muss, ich werde irgendwann mal gucken, wo ich das hinkriege. Heckenschütze ist auch witzig, aber ich gehe jetzt nicht so stark auf Waffen, es sei denn, es hat was mit Betäubung zu tun. Das ist ermöglicht nichts. Alarmkonsolen zu interagieren ist noch praktisch. Ach, dann kriegen die einen Elektroschock, wenn sie die benutzen. Sehr schön, dann nehme ich das auch. Das hilft mir so. Gut, dann speichern wir mal hier. Ja, das ist ja cool. Bestätigen wir. Genau. Und wir sind auf Kijimi. Und wie gesagt, es macht mir weiterhin sehr viel Spaß. Wie gesagt, nur die Bugs, die trüben im Moment meinen Spielspaß. Und ich hoffe, das wird jetzt bald geregelt. Ansonsten muss ich eine andere Möglichkeit suchen. Ich habe gesehen, dass irgendjemand das in den Dateien was ändern kann. Dann wird das aufgehoben. Aber ich gehe da ungern rein. Aber sonst... Ich kann das Spiel empfehlen. Wer auf so Kleinigkeiten jetzt... nicht rumhackt oder so. Ich schaue mal, ob ich noch jemanden raiden kann. Ansonsten werden wir uns auf jeden Fall morgen in War of Rights wiedersehen. Bin gespannt. Nee, raiden tue ich nicht. Also, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, ne? Und vergesst nie, möge die Macht mit euch sein.